Gestern habe ich keine Zeit gehabt. Oder gestern hatte ich keine Zeit. Hallo alle zusammen. Heute sprechen wir über die Vergangenheit von haben. Es gibt zwei Möglichkeiten. Als erstes das Perfekt. Man kann sagen, habe gehabt. Ich habe Zeit gehabt. Aber das klingt ein bisschen komisch, oder? Die zweite Möglichkeit ist das Präteritum. Du kannst zum Beispiel sagen, ich hatte Zeit. Das ist kürzer und das klingt besser, oder? So, was ist üblicher oder was ist gebräuchlicher? Üblich bedeutet das gleiche wie gebräuchlich. Also, was benutzt man am meisten? Was ist am üblichsten oder was ist am gebräuchlichsten? Ich würde sagen, dass wir eher sagen, ich hatte. Heutzutage sagen wir eher, ich hatte keine Zeit, als zum Beispiel, ich habe keine Zeit gehabt. Aber das Perfekt ist auch okay. Ja? Also es ist nicht falsch, habe gehabt zu sagen. Es ist nicht falsch, aber hatte ist üblicher. So, und als erstes sprechen wir über die Konjugation von hatten. Los geht's. Ich hatte. Ich hatte. Du hattest. Du hattest. Er, sie, es hatte. Er, sie, es hatte. Wir hatten. Wir hatten. Ihr hattet. Hattet. Und sie hatten. Einfach, oder? So, und jetzt fangen wir mit den Übungen an. Los geht's. Der erste Satz. Gestern, ich leider keine Zeit. Gestern hatte ich leider keine Zeit. Du, viel Glück. Viel Glück. Du hattest viel Glück. Das nächste. Sie, früher ein Meerschweinchen. Ein Meerschweinchen ist das. Sie hatte früher ein Meerschweinchen. Früher bedeutet, dass sie das früher, also vor langer Zeit, hatte. Wir, viel Spaß in der Schweiz. Wir hatten viel Spaß in der Schweiz. Ihr, viel Glück. Ja, viel Glück. Ihr hattet viel Glück. Und das letzte, die Zwillinge, Geburtstag. Die Zwillinge, das sind Zwillinge. Das sind zwei Kinder, die am gleichen Tag geboren wurden. Und wir würden sagen, die Zwillinge hatten Geburtstag. Super! Und jetzt die Hausaufgabe. Die Hausaufgabe ist ein ganz kleiner Dialog zwischen zwei Personen. Die erste Person fragt, na, wie geht's? Wie dein Wochenende? Und die zweite Person antwortet, ah, mein Wochenende gut, aber ich viel zu tun. Viel zu tun. Viel zu tun haben bedeutet, dass man sehr beschäftigt ist. Zum Beispiel kannst du sagen, ich habe viel zu tun. Das bedeutet, ich bin sehr beschäftigt. Ja, viele Aufgaben, viel zu tun im Haus zum Beispiel. Alles klar? Dankeschön und tschüss!